Eine Arbeiterameise möchte sich auf der Oberfläche der nebenstehenden abgebildeten Limonadendose von A nach B bewegen. Der Punkt A liegt auf dem unteren Rand der Dose, C steht senkrecht zu A auf dem oberen Rand und die Strecke CB ist ein Durchmesser der Oberseite. Die Ameise vergleicht zwei Wege, von A nach B, indem sie den Strecken AC und CB folgt, durch die Kurve von A bis B, die an der senkrechten Wand der Dose am kürzesten ist. Wie groß ist das Verhältnis zwischen dem Radius der Dose und ihrer Höhe, wenn beide Wege gleich lang sind? Wir wissen also, dass der Abstand von A bis C plus der Abstand von C bis B gleich ist zur Länge von diesem Bogen AB. Nennen wir den Abstand zwischen A und C H, H wie Höhe der Dose. Wir nennen den Abstand zwischen C und B zweimal R, R wie Radius. Und wir nennen die Länge von diesem Bogen AB groß L. Und somit wissen wir, dass H plus 2 mal R gleich L ist. Hier haben wir ein Zylindermodell. Wir sehen von C bis B, das ist ein Halbkreis mit Länge Pi mal R. Und der kürzeste Weg von A nach B ist diese geradlinige Strecke. So entsteht ein rechtwinkliges Dreieck, in dem wir den Satz des Pythagoras anwenden werden. Hier die Darstellung von diesem rechtwinkligen Dreieck ABC. Der Satz des Pythagoras besagt, dass die Hypotenusenlänge L gleich ist zur Quadratwurzel der Summe der Quadrate von diesen beiden Kathetenlängen. Wenn wir diese Gleichheit beidseitig im Quadrat nehmen, so erhalten wir h² plus das Doppelprodukt 4hr plus 4r² gleich h² plus Pi Quadrat R Quadrat. Wir können diese Termen H Quadrat streichen. Dann führt diese Gleichheit zu dieser. Und die können wir noch durch R kürzen. Und somit finden wir, dass R geteilt durch H gleich 4 geteilt durch Pi Quadrat minus 4 sein muss. Und deshalb ist die richtige Antwort auf die gestellte Frage Antwort A.